hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich habe mir gerade die Frage gestellt, kann man nicht ganz einfach ein Betriebssystem, zum Beispiel Ubuntu Mate, einfach auf diesen USB-Stick kopieren? Beziehungsweise nicht kopieren, sondern installieren. Und zwar, Grundbasis ist ein zweiter USB-Stick, den lege ich mal jetzt hier so hin. Dort ist ein ISO drauf, mit Ubuntu Mate unter anderem. Und das möchte ich ganz gerne dann installieren über diesen Laptop. Und ich sage Ihnen dann einfach, installiere das nicht auf die Harddisk des Laptops, sondern installiere das einfach auf einen USB-Stick. So, die Frage habe ich mir gerade gestellt. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal einen Test. Ich habe hier meinen Spielcomputer, so nenne ich ihn einfach mal. Ja, hier teste ich immer ganz gerne Betriebssysteme drauf. Ja, auf einer echten Maschine, weil ich von der virtuellen Maschine nicht ganz so viel halte. Genau. Und genau, der bietet sich dazu natürlich prima an, um dieses Projekt einfach mal durchzuführen. Obwohl ich glaube, hier ist, meine ich, Ventoy drauf und dann müsste ich das hier drauf installieren. Wie rum, ist ja auch egal. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir den USB-Stick hineinstecken. Ich logge mich dazu mal eben ganz kurz ein. Der Tux achtet genau darauf, dass ich keinen Fehler mache. Ne? Ich stecke erstmal den ersten USB-Stick hinein. So, hier wäre Ventoy. Hier wären diverse Betriebssysteme drauf als ISO-Image. Und ich denke mal, da ich gerade so im Mate-Fieber bin, werde ich jetzt einfach mal Ubuntu Mate, wo haben wir es? Budgie, ne, hier hätten wir Ubuntu Mate jetzt versuchen, auf den USB-Stick zu installieren. Ich habe gerade überlegt, ich nehme diesen USB-Stick hier. Der hat 64 GB, da passt wenigstens ein vernünftiges Betriebssystem drauf und ist auch USB 3. Dann müsste das Ganze noch ein bisschen flotter gehen. Der wird auch sofort blitzschnell erkannt, also der müsste wesentlich schneller sein. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich mache einen Reboot. Ja, dann würde ich sagen, dann installieren wir einfach mal das Schätzchen von dem USB 1 auf USB 2. Was nehmen wir? Wir nehmen, haben wir gesagt, Ubuntu Mate. Genau, wir sagen Try or Installation. Ich hoffe mal, dass mein zweiter Bildschirm gleich auch erkannt wird. Mir fällt gerade ein, mein Computer hat, meine ich, nur USB 2 Ports. Das nützt jetzt eigentlich auch nicht viel, dass mein USB-Stick USB 3 kann. Wenn der Laptop das nicht herbringt, dann dauert es dementsprechend ein bisschen länger. Ich meine, ich schneide euch das alles schön kurz heraus. Ihr werdet davon nicht allzu viel mitbekommen. Nur das muss ich so gerade eben feststellen. So, wir sagen Deutsch. Oh, warte mal. Ich mache mal eben auf den großen Bildschirm. Wir sagen eben wie gehabt Deutsch. Ja, ich mache direkt installieren. Ausprobieren brauchen wir nicht. Deutsch passt. Mit WLAN verbinden. Okay, dann machen wir auch eben. Ja, jetzt bin ich im WLAN. Dann kann ich auch sagen weiter. Ich sage ihm minimale, ich sage ihm mal normale Installation. Machen wir was Neues. So, und jetzt müsste, glaube ich, schon die Partitionen kommen. Weil jetzt wird es nämlich interessant, ob das Ganze geht, ob das überhaupt angeboten wird. Oder ob Ubuntu nicht sagt, nee, pass auf, das geht nur auf eine richtige Festplatte, nicht auf so einen blöden USB-Stick. Genau, jetzt gehe ich auf etwas anderes. Sag ihm weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt. Gut, wir haben hier Ventoy, den brauchen wir nicht. Wir haben SDA, das ist die interne Festplatte, die will ich ja nicht benutzen. Und Simsalabim, hier ist SDAB. Ich brauche SDC. Das ist mein USB-Stick, den ich formatieren möchte. So, mein USB-Stick, den ich benutzen möchte für das neue Betriebssystem. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist SDB1, beziehungsweise SDB und SDB1. So, hier haben wir auch nochmal eine Auflistung. Das ist die interne Festplatte, interne Festplatte, interne Festplatte. Den brauche ich. Das erkenne ich an den Gigabyte, 64 Gigabyte. Und da hier auch der Name steht, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich SDB nehmen muss. Und SDC und SDE2, das ist dann dementsprechend der USB-Stick mit dem Linux, mit Ubuntu drauf, mit dem ISO. Okay. SDC, nein, was habe ich jetzt gemacht? SDB brauche ich. Genau, wir sagen ihn Minus.
So, wo haben wir erst die, genau, jetzt habe ich die kompletten 64 GB als freien Arbeitsspeicher. So, und jetzt Doppelklick. Ich benutze auch die vollen 64 GB. Ich sage ihm X4 passt und ich sage ihm einfach Slash. Hier möchte ich jetzt Ubuntu installieren, in dem Fall Ubuntu Mate. Ja, eine Swap-Partition. Brauchen wir die? Brauchen wir eine Home-Partition? Nein. Ich mache das erstmal ganz billig. Ohne Swap und ohne Home. Ja, ich sage ihn einfach mal, jetzt installieren. Okay, er warnt mich, dass ich jetzt hier keine EFI-Partition kreiert habe. Könnte man noch machen. Ich versuche es einfach mal ohne. Ich mache den billig, mache einfach mal. Geht es auch in erster Linie nur darum, ist das überhaupt möglich? Direkt vom USB-Stick aus zu starten und zu installieren. Ich nehme mich mal jetzt in dem Fall einfach nur USB. Ich bin der Benutzer USB. Da habe ich das klar zugeordnet, weil auf der echten Maschine habe ich ja auch schon einen Benutzer, der dementsprechend Tuxer heißt und das macht dann nicht so wirklich Sinn. Passwort passt. Ja, ich denke mal, es wird jetzt ein wenig dauern. Ich melde mich einfach wieder, wenn der Installationsprozess beendet ist. Und genau, dann machen wir einen Neustart. Ja, und dann sollte das hoffentlich fluppen. Das Ganze macht natürlich an diesem Laptop jetzt weniger Sinn, weil der Computer, der kann nur USB 2 und das sehe ich schon am Installationsprozess. Das dauert einfach viel zu lange. Ziel ist es natürlich, das Ganze dann auch auf dem Tuxedo so einzurichten. Der hat definitiv USB 3. Und dann sollte das auch flupsen. So, ich möchte mir jetzt ungern jetzt hier den Tuxedo ein bisschen strubbelig machen. Habe ich jetzt keine Lust zu. Und deswegen nehme ich als erstes erstmal den Test-PC, beziehungsweise Test-Laptop. Und wenn das technisch gesehen funktioniert, dann mache ich das auf jeden Fall auch auf dem Tuxedo. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber ich denke mal, ich warte jetzt hier erstmal nochmal so eine Dreiviertelstunde und dann weiß ich mehr. Yippie-yay, er ist fertig. Da freut sich sogar der Tux. Jawohl. Ja, ich weiß nicht, es hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis die Installation zu Ende war. Auf die Uhr habe ich es nicht geschaut. Ich würde sagen, ich mache mal sofort einen Neustart und stoppe mal jetzt mal die Zeit, wie lange das Booten vom USB-Stick mit USB 2 dauert. Das wäre, denke ich mal, für den einen oder anderen mehr interessant, der vielleicht sowas Ähnliches mal vorhaben sollte. Tux passt wieder auf, dass ich alles richtig mache. Neu starten. Ich mache hier auch mal Start. Remove. And press Enter. Ja, eigentlich muss man jetzt 10 Sekunden abziehen. Weil jetzt beginnt ja eigentlich erst der Neustart. Eine Minute 44, sagen wir mal minus 10 Sekunden, ungefähr anderthalb Minuten. Das geht sogar. Ich habe eigentlich gedacht, das dauert länger. Ich logge mich mal eben ein. Ja, ich sollte mein Passwort auch richtig schreiben. Ich starte nochmal die Uhr. Dass er jetzt auch noch ein bisschen rumrödelt. Ja, 2 Minuten. Ganz grob 2 Minuten. Komm, 2 Minuten. So, das heißt jetzt für mich. Erstmal, technisch gesehen ist es möglich, ein Betriebssystem nicht auf eine Festplatte zu installieren, sondern auf einen ganz normalen USB-Stick. Jetzt wäre für mich noch interessant, weil das eigentliche Betriebssystem ist ja jetzt hier noch drauf installiert. Wie kann ich jetzt umswitchen? Aber das Bootmenü kam ja gerade nicht. Dann werde ich mal mir die Group Config anschauen. Ich denke mal, jetzt kommt der Zeitpunkt. Jetzt werde ich mal OBS installieren. Genau, dann habt ihr auch ein bisschen bessere Bildqualität. So, sämtliche Hardware wird jetzt dementsprechend dann direkt auf den USB-Stick installiert. Das heißt, das dauert natürlich dementsprechend auch länger. Ja, ich versuche jetzt hier gerade OBS zu installieren.
Und das dauert halt eben jetzt ein wenig. So, OBS ist installiert. Ich habe das Hintergrundbild schon gewechselt. Ansonsten habe ich hier noch keine weiteren Einstellungen vorgenommen. Ich denke mal, die Installation hat so gute vier Minuten gedauert. Das ganze Layout gefällt mir jetzt hier nicht so wirklich. Das muss ich eben noch mal so ein bisschen feintunen. So, wo müssen wir hinein? Wir müssen hinein in etc. Dann war das, wo war das? Schon wieder eine Fahrt, schon wieder in Default war das vielleicht? Ja, in Default. Und dann haben wir hier eine Datei, die nennt sich Group. So, rechte Maustaste mit, nee, das wird so nicht funktionieren. Als Systemverwalter bearbeiten. Ja, ich bin mir sicher. Und das Passwort habe ich auch zur Hand. So, und jetzt werde ich hier... wie war das nochmal? Also hier schreibe ich rein False. Genau, damit der Startbildschirm nicht verdeckt wird. Genau, und hier muss nicht rein Hidden, hier muss rein Menü. Menü. Jetzt bin ich mal gespannt, was er mir gleich anzeigt. Also hiermit zwinge ich jetzt Ubuntu Mate, mir das Menü, das Start- oder Bootmenü mir auf jeden Fall anzuzeigen. So ist zumindest mein Plan. Ja, das Ganze ist gespeichert als Root. So, dann kann ich hergehen und sagen, mach einfach mal einen Neustart und ich schaue mir die ganze Geschichte einfach mal an. So, der Neustart läuft und jetzt bin ich mir auf das Bootmenü gespannt. Ich mache den Bildschirm mal so, dass ihr auch etwas erkennen könnt, hoffentlich. Eigentlich sollte jetzt ein Bootmenü erscheinen. Braucht irgendwie zwei Neustarts, warum auch immer. Jetzt habe ich hier ein Bootmenü, das ist schon mal richtig, aber er kennt nur das frisch installierte Betriebssystem auf den USB-Stick. Gut. Ich kann aber auf Advanced gehen, aber da dürfte auch nicht viel mehr drin stehen. Genau, da kann man nur Recover-Modus machen und so weiter. Das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Ich werde jetzt einfach meinen USB-Stick hinausziehen und dann mal gucken, wie der Laptop sich jetzt verhält. Das wäre auch nochmal interessant. Ich mache den Laptop erstmal aus. Der USB-Stick ist draußen. Der Tux passt auf ihn auf. Ich starte ihn neu. So, Tuxi, du passt schön auf den USB-Stick auf. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es zum Error kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt ein Error passiert. Nein. Okay, das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe jetzt praktisch die Möglichkeit, zwischen zwei Betriebssystemen hin und her zu switchen. Ja, herrlich. Ich logge mich jetzt hier wieder ein. Und simsalabim bin ich jetzt auf dem Betriebssystem von der Festplatte meines Laptops. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, wie man sieht, hier ist schon alles installiert, alles schon eingerichtet. Hier ist auch schon diverse Software drauf, wie zum Beispiel Nvidia-Treiber und ähnliches. Damit wäre eigentlich Teil 1 meines Projektes fertig und habe damit jetzt nachgewiesen, dass so ein Installationsprozess durchaus möglich ist. Jetzt switche ich einmal rüber zu meinem anderen Computer. So, und jetzt werde ich den USB-Stick einfach mal jetzt hier reinstecken und einfach mal gucken, wie der Rechner sich jetzt verhält. So, jetzt muss ich nur beim Tuxedo einmal ins BIOS rein und ihm natürlich auch sagen, pass auf, boote vom USB-Stick. Boot fail. Okay, das ist ganz klar. Das habe ich mir auch fast gedacht, dass es so nicht funktioniert. Der USB-Stick ist auf jeden Fall an die Hardware gekoppelt, weil da ja jetzt auch die Treiber von dem anderen Laptop mit drauf sind, dass es so vielleicht nicht funktioniert. Das macht aber nichts, weil im Endeffekt geht es mir eh darum, ich möchte einen zweiten USB-Stick haben, von dem ich dann auch direkt booten kann. Das heißt, mein nächstes Projekt ist,
USB 3 mit USB 3 miteinander zu kombinieren und dann dementsprechend dann halt eben vom Tuxedo aus dann auch so zu booten. So, und der Tux, der bedankt sich auch fürs Zuschauen, genau wie sein Kumpane, der Tuxer. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Glück auf!